Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Ich kann nicht einfach sprechen, ist das okay? Since ich my man ist weg. Ich muss irgendwie langsam reinkommen, weil. Ich erzähle es einmal. Einmal, weil es wert ist. Erzähl zu mir, oder? Das war's. Mein erster Schlag trifft den Seiten. Klappert am Auge, unterkraftig am Waschbecken. Rotz und Blut laufen in die Nase runter. Also wenn drei auf einen einschlagen und an ihm herumzerren, ist es schwer, einen sauberen Boxsieg zu machen. Aber ich weiß, dass ich noch ein paar Mal getroffen habe. Also ich merke, wie sein Kopf, also sein Hinterkopf langsam weicher wird, während er draufhaut. Aber ich finde immer eine neue Stelle zum Weitermachen. Tim kickt ihn noch, nachdem er längst weggetreten ist. Bin wie erstarrt im Augenblick, als hätten sich über mir die Himmel aufgetan, ganz genau dieser Sekunde. Ja. Ich hörte nur noch das Brüllen des Kosmos, ja? So weary. Wisst ihr, was das ist? Der Kosmos, der lacht. Plötzlich hat er seine ganze Aufmerksamkeit auf mich gerichtet und lachte. Er lachte mich von dort oben aus. Ja. Meine Herr, komm doch mal! Da sitzen wir auf der Sofakante. Ich kann das Bett, in dem meine Tochter gerade gestorben ist, durch die offene Tür am Ende des Flurs erkennen und dieser Typ latscht auf und ab, nuckelt an der zerkauten Kappe eines Bullis rum und fragt mich ganz ruhig, haben Sie noch hier gesehen? Warum soll ich aufhören, mein Freund? Ist der ja nicht... Wir reden wirklich nicht mehr miteinander, so kann man das echt nicht nennen! Kann ich mich bewegen, so gerne ich da festhält, wie ich sie nur noch diesmal heil, der einfach immer weiter seinen Kreis bezieht. Und jedes Mal, wenn er direkt über mir ist, dann kann ich sein Auge sehen. Er macht in letzter Sekunde an der Scheibe kehrt und dann vorbeischwimmen, der rollt sein Auge nach hinten weg und wird ganz weiß. Scheiße! Scheiße! Das war echt zum Fürchten. Ich meine, dieses Gefühl, sein Gewicht auf mir und dabei diesen Hai zu beobachten, einfach immer weiter seinen Kreis ziehen. Keeps raining. Habe ich den Faden verloren irgendwie. Sehen Sie sicher, Sie haben noch genug Zeit. Viel gibt es ohnehin nicht mehr zu erzählen. Also trinken Sie in Ruhe aus, dann bin ich auch schon fertig. Versprochen. Wissen Sie was, auf eine komische Art und Weise hat es mich sogar erregt. Ja, genau wie bei Kramer am Schluss die Tür.